Aua. Ich musste mich kratzen, deswegen habe ich jetzt meine Maus nicht bewegt. Eigentlich müsste man meinen, man könnte ihn von der Klippe runterwerfen, aber nein. Das geht natürlich nicht und auch dieser Gegner ist besiegt und natürlich. Nicht zwischen uns und die Prinzessin stellen. Welche Prinzessin? Ihr seid eine Prinzessin? Oh, wir haben eine Prinzessin bei uns, die interessante. Ist das eine Mega-Kombo? Rechte Maus drücken. Wenn ein Feind angreift, drückt rechte Maustaste, bevor dieser zuschlägt, um den Schlag abzuwehren. Das Timing ist entscheidend. Ihr habt einen Angriff abgewehrt. Tippt schnell auf linke Maustaste, um einen Konter auszusetzen. Oh Gott, ihr könnt auch einen Konterangriff starten, indem ihr auf Leer, R oder Maus linke Taste drückt. Haltet rechte Maustaste gedrückt, um zu blocken. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Jetzt geht das Spiel nicht weiter. Ah. Du bist tot. Es ist vorbei. Du kannst nicht zurück. Warum lauft ihr fort? Ihr könnt nirgendwo hin. Der Kerl gibt nicht auf. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Wenn ihr an einen Sims hängt, drückt rechte Maustaste, um den Klauengriff auszulösen. Wohlgemerkt, wir haben so eine schöne Klaue, aber Elika... Da ist der Tempel, unter dem Baum. Ihr betet einen Baum an? Also das finde ich extrem krass, was einfach riesig und weitläufig gerade hier ist und wir jetzt einfach mal hinter ihr herrennen. Das ist aber ein schöner Tempel. Sowas mag ich, sowas sieht cool aus. Ich wünschte, sowas würde es wirklich geben, dass du wirklich so auf so einem riesen Tempel einen Monsterbaum hast. Das wäre doch mal voll cool. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. Noch mehr laufen. Treppensteigen. Mal zur Abwechslung. Und dann stehen wir auch direkt vor der Tempeltür. Und sie klettert einfach weg. Ja. Was macht ihr denn da oben? Nehmt das Ende und drückt. Was ist in dem Tempel? Drückt an. Nee, ich muss ziehen. Nee, doch drücken. Ach, keiner. Gibt es Gold da drin? Niemand verfolgt uns. Los, Beeilung. Ich will aber noch drücken. So, und jetzt nehmen wir wieder unseren Clown-Handgriff, Runterrutsch-Trick. Und wollen dann auch mal direkt in den Tempel gehen, in der Hoffnung, wir würden mal rausfinden, was hier überhaupt da ist. Wenn es kein Gold gibt, warum ist dieser Ort so stark? Ja, weil es das Gefängnis von Ahriman ist. Ahriman? Das Ahriman? Der große böse Gott der Dunkelheit? Was macht er? Töten, zerstören, kleine Kinder erschrecken? Wenn ihr es nicht am eigenen Leib erfahren wollt, solltet ihr mir dabei helfen. Ah, okay, anscheinend ist hier Ahriman drin, der böse Gott. Ja. Und irgendwelche Stimmen reden mit uns. Ist sie jetzt mal da, die Frau? Hand-Augen-Koordination und so. Oh, und plötzlich ist sie wieder da. Ja. Das war jetzt mal ein interessanter Grafik. Der hat einfach mal der Boden gefehlt und wir haben gerade voll die Fraps-Einbrüche. Wir warten mal kurz, bis er wieder geladen hat. Wo ist der immer? Unter diesem Sieb. Also das war jetzt echt gut. Du springst hier so und dann bist du. Oh, ein leichter Baum. Das ist das Siegel, denke ich mal. Und hier oben sind irgendwelche Leuchtedinger noch. Es leuchtet alles in dem Spiel anscheinend. Ja, das war jetzt echt gut. Anscheinend kann uns Elika das Leben ständig retten. Von daher hatten wir relativ Glück.
Schmetterling. Schmetterlinges. Danke, dass ihr mir bis hierher geholfen habt. Aber jetzt solltet ihr gehen. Ihr wollt, dass ich einfach so... Elika! Bleibt hier. Ich regel das. Oh. Ja, direkt am Anfang in den Endfight geschickt zu werden. Natürlich auch amüsant. Ich hoffe, die Ich will dich nicht wieder verlieren. Vater, nein! Ich flehe dich an! Vater? Ja, und jetzt kämpfen wir direkt gegen den Papa, der Dicke. Das Problem ist, ich habe gerade ein paar Frame-Einbrüche. Oh. Aua. Okay. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Grafikoption gleich mal nach diesem Kampf umändern. Ich wünsche im Kampf immer später. Aua. Ja, das ist ja das Problem mit den Frames gerade. Kann Elika noch nicht mitrufen. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und das Spiel kackt einfach gerade dermaßen ab. Ja, das kackt richtig ab gerade. Oh mein Gott. Ich will gerade gerne in die Option gehen, aber es geht einfach gerade gar nicht bei dieser... So, Optionen. Grafikanzeige. Was ist das denn? Was ist das hier? Ja, okay. Anscheinend können wir die Grafik nicht umstellen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich immer solche Kämpfe erleben. Was ein bisschen doof ist, weil ich einfach gar nicht kontern kann. Du bist tot. Du hast nichts mehr in deinem Balken hier unten, der komischerweise bei dir aufgetaucht ist. Und jetzt ist das Spiel schon wieder am Stimmen. Das wird ein aufregendes LP, wenn das so weitergeht. Weißer Bildschirm. Sehr episch gehalten. Vater! Verschwinden wir hier. Und plötzlich ist alles dunkel und schwarz und irgendein Vieh erhebt sich aus der Masse. Wir brauchen einen besseren Plan. Das war ein besserer Plan. So, jetzt können wir Elika endlich auch im Kampf verwenden. Das seht dann. Das sieht dann so aus. Wäre natürlich spektakulärer, wenn es nicht so übertrieben längen würde. Aber es ist einfach total geil. Wenn man die Monster gegen die Wand drückt, dann sterben die eigentlich relativ schnell. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier lebendig rauskommen. Wir müssen hier weg. Boden hat sich voll mit Putze gefüllt. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Wir gucken jetzt einmal hier rein, damit mein Rechner richtig abschiebt. Oh ja, hier ist was. Hier fliegt so ein bisschen Apokalypse herum. Ist natürlich genial, wenn ich die Sprungtaste festhalte. Was sind das für Arimans Soldaten? Sie waren mit ihm gefangen. Oh, Menschen. Ja, sieht aus, als hätten sie sich befreit. Ah, ich muss hier hinlaufen. Okay. Anscheinend gehen wir einfach mal hier hoch. Ariman entkommt! Ach ehrlich, darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ja, hab verkackt. Ja.
Ja. Aua. Ups. Ja, und wie gesagt, sie ist eigentlich... Man kann in dem Spiel nicht sterben. Also wir waren jetzt quasi tot, deswegen hat das Monster jetzt wieder auch voller AP, weil wir eigentlich gestorben sind und sie rettet uns halt immer raus, wenn ich die Tasten mal wieder nicht treffe. Sorry gerade. Ja, ich drück doch Konter. Oh fuck. Ja. Scheiße! Also es fängt sehr gut an, jetzt sind wir schon wieder gestorben, inoffiziell. Jetzt komm schon, spring. So, und jetzt haben wir ihn gegen die Wand gesmashed, dadurch kann ich diesen Instant-Kill machen und wir kommen jetzt hier auch hoffentlich raus. So, Tür auf und raus. Wow, wow. Ja schon, ich bin jetzt schon direkt tot. Jetzt stellt sich die Grafik auch so ganz genial um, dass ich auch richtig gut steuern kann. Jetzt sind wir schon wieder gestorben. Gut, dass wir nicht offiziell sterben. Wow. Wow. Und sie springt mir einfach so richtig geil hinterher. Hä, aber ich kann doch auch nicht so... Nee, ich muss doch auf diese Plattform links, rechts da.